Im nächsten Bericht geht es um die Städtepartnerschaft Ansfelden mit der Stadt Condega aus Nicaragua, wo seit dem Oktober 1987 immer wieder gute Kontakte bestanden haben. Aber jetzt wurde es schriftlich, ob jetzt ist es amtlich, und es wurden bei diesem Treffen auch zahlreiche Projekte zur Realisierung beschlossen. Am 7. Oktober besiegelten die Stadtgemeinde Ansfelden und die Stadt Condega offiziell ihre Städtepartnerschaft im Stadtsaal Haid. Nach 26 Jahren intensiver Zusammenarbeit und gelebter Solidarität hat Ansfelden nunmehr seine erste Partnerstadt. Städtepartnerschaften bieten diese Chance, mehr über das Alltagsleben in anderen Ländern herauszufinden, miteinander zu sprechen, Erfahrungen auszutauschen, und genau da setzen ja diese Städtepartnerschaften an. Menschen zusammenbringen, miteinander reden, voneinander lernen, einander vertrauen und dann miteinander handeln. Die Delegation aus Nicaragua, angeführt von ihrem Bürgermeister, reiste aus Mittelamerika an, um die Freundschaft und Verbundenheit ein weiteres Mal unter Beweis zu stellen. Von großer Dankbarkeit waren aber auch die Worte vom Bürgermeister von Condega. Ihm war es immer eine große Ehre, Gäste aus Ansfelden in Condega begrüßen zu dürfen. Das Condega von heute ist nicht mehr das Condega, das es einst war. Ob Straßenkinder oder Infrastrukturprojekte, jede Hilfe, jede Spende, jede Anregung hat zur Verbesserung der Lebensbedingungen beigetragen. Wir haben mittlerweile über 70.000 Euro ersungen, haben derzeit gerade ein großes Projekt laufen. Viele der Dinge, die da heute präsentiert worden sind, zum Beispiel das ganze Projekt der erneuerbaren Energieformen, ist unser Projekt, das wir derzeit betreiben, hat ein Volumen von 55.000 Euro, das auch staatlich gefördert wird von der ADA, dieser staatlichen Entwicklungshilfe-Zusammenarbeitsgesellschaft. Und unser großes Anliegen ist, dass erneuerbare Energieformen in Nicaragua mehr gefördert und benutzt werden. Nicaragua ist ein Land mit 330 Sonnentagen. In unserer Hochnebelgegend kann man sich das gar nicht vorstellen. Und wir verstehen es nicht, oder wir möchten die Menschen dazu bewegen und ihnen zeigen, wie sinnvoll es ist, zum Beispiel Warmwasser, Strom aus Sonnenenergie zu erzeugen. Und nicht aus teuer importierten Erdöl, das die Staatsschulden nur sinnlos in die Höhe treibt und nur dazu ökologischer Wahnsinn ist. Besonders hat es die Stadtgemeinde Ansfelden gefreut, dass auch einige Schülerinnen der Hauptschule Ansfelden mit ihrer engagierten Lehrerin Hermine Hauer diesen Festakt beiwohnten. Und in der Volksschule haben wir in die Nicaragua für die Kinder Schuhe geputzt, weil in Nicaragua müssen sie das auch manchmal machen, und da haben wir Geld gesammelt für die Kinder. Freundschaften beginnen stets mit einer Begegnung. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oft weiß man nicht, was sich daraus entwickelt. Im Falle Ansfelden, Condega, sind die intensiven Kontakte seit dem 30. Oktober 1987 nie abgerissen und haben sich über die Jahre immer mehr intensiviert. Gemeinsam blickte man auf vergangene Reisen und Besuche zurück. Die Ansfeldner Tanzlmusi umrahmte die Festveranstaltung in gekonnter Manier. Höhepunkt war hier mit Sicherheit das gemeinsame Walzertanzen der beiden Delegationen. Thank you.